passiert? Mein Rücken. Bisschen schleicht, wir haben uns mehr noch machen. Keine Arbeit, Mann! Guckt euch diese scheiß Kinder an da draußen! Machen nur Lärm! Früher war es allen anders! Uns haben sie geschlagen, uns haben sie den Sinn des Lebens erklärt! Ah, die sie rumspielen! Furchtbar! Oh, ich hasse Kinder! Ich hasse sie! Jetzt reicht's! Frau Schneider, ist alles gut bei Ihnen? Ist alles in Ordnung? Bitte helfen Sie mir! Wir haben Ihre Ergebnisse ausgewertet von der Untersuchung. Sie haben nichts mit dem Herd, das ist alles in Ordnung. Da müssen Sie noch mal. Ist wirklich alles in Ordnung. Sie müssen sich mal gerade hinsetzen und wieder tiefer Luft holen und dann... Frau Schneider, soll ich Ihnen einen Arzt holen? Bitte! Ja, holen Sie einen Arzt! Kein ich sehe das nicht! Ja, alles in Ordnung! Hallo Oma, ich gehe gerade mit ein paar Freunden ins Kino. Ach, Tobias. In der Stadt etwa? Ja, natürlich, Oma. Immer diese gefährliche Städte. Weißt du auch noch, wie man sich im Straßenverkehr verhält? Ja, ja, ich muss jetzt los, Oma. Auch bei einer Ampel? Ja. Ja, du weißt, dass man bei Rot stehen bleiben muss und erst bei Grün gehen darf. Ja, Oma. Ja, was strickst du denn überhaupt? Das wird ein Polunder, damit du dich im Frühling nicht erkältest. Ich sitze hier in meinem Garten und tue auf der ersten Knospenworten. Der Frühling, der gefällt mir gut, weil sich da so viel Regen tut. In Kleinfüßner, da bin ich Opa, so gerne. Im Sommer. Ja, ich muss auch den Rasen fertig haben. Elisabeth Friederika, ich möchte mit dir sprechen. Würdest du bitte dein mobiles Telekommunikationsgerät weglegen? Warte gleich. Sofort! Jetzt! Ja. Deine Mutter und ich haben miteinander geredet. Und wir haben uns entschlossen, dich auf das Internat in England zu schicken. Nee. Doch, ich gehe das ist eine beschlossene Sache. Die Unterlagen sind unterschrieben und du wirst dorthin gehen. Und zwar morgen. Nee. Ich muss morgen zum Reiten? Pack deine Sachen, es ist beschlossen. Wir diskutieren da gar nicht mehr drüber. Bitte, lieber Herr, können Sie mir eine Spende geben? Ich brauche ein bisschen Geld. Mein Vater ist todkrank und meine Kinder kann ich nicht ernähren. Ihr erbärmliches kleines Weib. Aber bitte. Streuner seid ihr. Diebe und Streiche, verschwinde sofort. Meine gute Rente wollen sie haben. Ka! Hey Oma! Hallo Kindchen! Hast du schon wieder ein neues Handy? Naja klar, immer das Neueste. Aber wozu? Ja, brauche ich halt, weil es eins von meinen alten. Samsung, Huawei, iPhone. Jo, also wenn du mir das schon mal so anbietest. Guck dir eins aus, ich hab genug. Danke Oma. Kein Problem. Früher, da war der Himmel noch blauer. Hab ich dir eigentlich schon mal von früher erzählt? Ja. Damals war alles viel besser als heute. Damals, da war eine Orange noch was Wertvolles. Ach, Orangen, die erinnern mich so sehr an meinen George. Ich habe ihn sehr geliebt. Und damals, da waren die Jungs noch in deinem Alter. So eine Muskeln hatten die. Da haben die Kartoffeln in den Keller geschleppt. Und Milchkannen, da waren die nicht so schlabberig wie du. Mit meinem George habe ich damals noch Briefe geschrieben. Ach, er war so ein Romantiker. Und du mit deinen... Schreib doch auch mal deiner Freundin. Ach, meine Kinder.
Ich freue mich schon so auf die Woche. Ja, wir freuen uns. Es wird so schön. Und ich habe so viel Essen schon. Oh, ihr seid so dünn, meine. Ach, Mensch. Ja, ich habe schon so viel Konfitüre vorbereitet und Torten und alles, was ihr so braucht. Ach, ich habe schon einen ganzen Plan für die ganze Woche gemacht. Und dann kriegt ihr auch ganz viel Geld von mir. Ganz viel Taschengeld, dass du mir mal ordentliche Hosen kaufen kannst, mein Kind. Ja. Ach, ja. Hast du gehört, Anna hat letztens mit Julian Schluss gemacht. Was? Ja, der hat sie betrogen. Einfach so. Und zwar, weißt du, mit wem? Sag. Ja, rate mal. Ey, meine coolen Hecke, was geht denn heute Abend? Mach mal Platz für die frische Oma hier, ey. Ach, guck mal, ey. Was geht denn heute Abend? Nichts, was soll abgehen? Ja, voll Party hier abdancen. Party? Nee, also wir haben Hausaufgaben auch. Ey, Mann, YOLO. Nicht YOLO, okay. Hausaufgaben. Ja, ey. Das ist unsere Zukunft. Richtig, wir müssen auch mal... Schiss mal on, ey. Ja, nee, aber heute geht wirklich nicht. Das ist nicht in Ordnung. Nee, wir können ja den nächsten. Ja, dann geh ich jetzt mit meinem Sexy Boy Swaggy abdancen hier, wenn ihr so langweilig seid. Mach mal. Ja. Gehen wir jetzt ins Matrix nachher? Ja. Auf jeden Fall. Das komme ich aber ohne sie. Ja. Junge Fräulein, können Sie mich stehen? Genau so. Ich muss Sie nur mal einsehen, ja? Eine Frage, wie alt sind Sie denn? 17. Genau richtig. Sie riechen so gut, junges Fräulein. Und Ihre Haare passen so gut zu meiner Bettwäsche. Oma, was machst du hier? Ich spüre die Energie. Welche Energie? Na, die überall um uns herum ist. Oma, hier ist Luft und ein bisschen Sonne. Ja, das ist ja eben die Energie. Alles klar, dann spür mal weiter deine Energie. Spürst du die Sonne, die uns Energie gibt? Nicht nur den Pflanzen, sondern auch uns. Alles okay? Ja. Okay, ich geh dann mal. Tschüss, Oma. Das hat mir mein spiritueller Berater gesagt. Rot? Das war rot? Bei rot darf man nicht rüberfahren. Ich zeig den an. Nummernschild. Ganz ruhig. Fassen Sie mich nicht an, das ist Körperverletzung. Sie zeige ich auch an. Was machen Sie denn da? Das ist Umweltverschmutzung. Sie zeige ich genauso an. Sie sind doch alle nicht mehr normal hier. Handy? Lärm?